وحده ومن ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute bi'idhnillah ta'ala, am Mittwoch werden wir fortfahren, über die Qawaid al-Fiqhiyya al-Kubra zu sprechen, über die fünf großen Fiqh-Regeln, liebe Geschwister. Und Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das sind Regeln, die ihren Beweis haben, und das sind Regeln, zu denen die Gelehrten zurückkommen oder zurückkehren. Und diese Regeln sind alle muttafaqun alayh. Das bedeutet, die sind Konsens der Gelehrten. Und wenn wir diese Regeln verstehen und verinnerlichen, dann werden wir bi'idhnillah ta'ala in vielen Situationen uns selber helfen können. Dann werden wir in vielen Situationen uns selber helfen können. Denn wir sollten wissen, du hast nicht immer die Möglichkeit zu fragen. Und manchmal musst du selber, weil die Zeit eng ist oder weil du in einer notwendigen Situation bist, dann musst du dir selber eine Fatwa geben. Und dann werden dir diese Regeln sehr viel weiterhelfen, weil du in diesen Regeln ganze Beweise miteinander vereinst. Und deswegen, liebe Geschwister, haben wir einige Regeln schon durchgenommen. Wir haben über die fünf Regeln, oder wir wollten über die fünf Regeln sprechen. Die vierte werden wir heute bi'idhnillah ta'ala behandeln. Die erste Regel hieß wie? Wie hieß die erste große Fiqh-Regel? Bevorzugt auf Arabisch, aber wenn es nicht anders geht, dann auch auf Deutsch. Bitte schön. Al-umuru bimaqasidiha. Und besser ist, dass man nicht das sagt, sondern innamal a'malu binniyat, weil das gründet auf den Nass, auf den Beweis, innamal a'malu binniyat. Deswegen, wahrlich, die Taten entsprechen den Absichten. Wa innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa, und jedem gebührt, was er beabsichtigt hat. Und das ist die Regel. Die haben wir schon, walhamdulillahi rabbil alamin, behandelt. Die zweite Regel, das ist jetzt kein hintereinander aufbauender Regelsatz, ja, sondern die haben wir so in der Reihenfolge behandelt. Lassen. Al-yaqinu la yazulu bishak. Das heißt, die Gewissheit wird nicht durch Zweifel aufgehoben. Ja? Die Gewissheit wird nicht durch Zweifel aufgehoben. Das war die zweite Regel. Die dritte, die wir behandelt haben. Na? Ahsant. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Wer kann mir das übersetzen? Die Erschwernis bringt gewiss die Erleichterung mit sich. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Und heute, insha'Allah ta'ala, reden wir über die vierte Regel. Dann haben wir noch eine Regel, die übrig bleibt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann haben wir auch dieses kleine Büchlein beendet. Die Regel von heute, la darar wa la dirar. Eine Regel, die sehr, sehr wichtig ist für uns, liebe Geschwister. Und zwar, übersetzt heißt diese Regel, man darf sich keinen Schaden zufügen und auch nicht den anderen. Man darf sich und den anderen keinen Schaden zufügen. Und subhanallah, hier seht ihr, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass die Scharia, die Gesetzgebung im Islam, uns verboten hat, uns selbst einen Schaden zuzufügen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ
Inna Allaha kana bikum rahima. Und tötet euch nicht selbst, denn wahrlich Allah ist barmherzig zu euch. Bedeutet, Allah ist barmherziger zu dir, als du zu dir selbst. Subhanallah. Allah verbietet dir, dir einen Schaden zuzufügen. Warum? Weil er barmherzig ist, subhanahu wa ta'ala. Und manche Leute möchten sich einen Schaden zufügen oder haben sich sogar einen Schaden zugefügt, obwohl unsere Religion so barmherzig mit ihnen war und ihnen dieses verboten hat. Und daher, liebe Geschwister, das ist eine Regel, die ist am, das bedeutet im Allgemeinen zu betrachten. Im Allgemeinen zu betrachten. Das heißt, ein Muslim darf nicht irgendeinem Bashar oder irgendein Hayawan, ein Menschen oder ein Tier etwas antun, einen Schaden zufügen, nur wenn das in einer Notsituation ist. Du darfst einem Menschen keinen Schaden zufügen. Nein, nicht einmal einem Tier. Und ihr kennt alle die Überlieferung bei Bukhari, dass eine Frau eine Katze eingesperrt hat. Diese Katze konnte nicht mehr von den Tierchen auf der Erde essen und ist gestorben in dem Zimmer, welches die Frau dazu genutzt hat, diese Katze einzusperren. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala sie mit dem Höllenfeuer bestraft. Überlegt, wenn das gegenüber einer Katze verboten ist, was sagen wir dann, wenn wir Leuten Schaden zufügen, die La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagen? Und heutzutage hast du in dieser Zeit der Fitna, wal'iyadu billah, Leute, die sich Muslime nennen und sie sind die schlimmste Gattung unter den Menschen. Sie nehmen ein Messer und sagen Bismillah, um den Nacken ihres Bruders zu schneiden, der La ilaha illallah sagt. Und das wird Yawmul Qiyamah zurückkehren. Jedes Recht wird zurückkehren, wisse das. Aber wir wollen lernen, dass wir keinen anderen Schaden zufügen, weder einem Menschen noch einem Tier. Und subhanallah, genauso kennt ihr den Hadith, dass ein Mann, der ein Dornzweig auf der Straße gesehen hat und er hat diesen aufgehoben. Warum? Damit die Menschen sich nicht daran verletzen. Was hat Allah mit ihm gemacht? Er hat ihm die Sünden vergeben und ihn in das Paradies eingehen lassen. Das ist die Scharia, liebe Geschwister, über die manche Leute, die kein Wissen über die Scharia, über die islamische Gesetzgebung haben, schlecht reden. Die Scharia ist eine Norm. Das heißt, das ist nicht nur ein Teil vom Strafrecht. Nein, die Scharia ist unsere gesamte Religion. Und wir sagen, nein, man darf sich und anderen keinen Schaden zufügen. Das ist der Hadith. Natürlich, la darar wa la dirar, man darf sich und anderen keinen Schaden zufügen. Manche Gelehrte haben gesagt, das ist dasselbe. Darar, dirar ist dasselbe. Und manche haben gesagt, nein, darar ist bezüglich deiner Person und dirar ist bezüglich anderen Leuten. Und manche haben das noch anders erklärt. Wir wollen das aber so, bi'idhnillah ta'ala, erklären, dass darar, du dir selbst keinen Schaden zufügen darfst und dirar, dass du auch anderen keinen Schaden zufügen darfst. Ma'naha ay al-qa'ida izalatu darar. Es ist verpflichtend, dass du den Schaden von dir aufhebst. Und das ist die Bedeutung von la darar wa la dirar. Und dass du, wenn der Schaden eintrifft, dass du bevor der Schaden eintritt, dass du schon Vorbeugung vornimmst, dass dieser Schaden erst gar nicht zustande kommt. Und wenn er dann gekommen ist, dann musst du ihn von dir beheben. Was für eine Situation könnte das sein, dass du schon vorher vorsorgst, dass dir kein Schaden passiert. Was könnte das für eine Situation sein? Hm?
يعني أن تدفع الضر قبل وقوعه. إقامة الأذى عن الطريق. نعم. إقامة الأذى عن الطريق. ما شاء الله تبارك الرحمن. Man sieht etwas, zum Beispiel in deiner Wohnung. In deiner Wohnung. Da liegen Glasscherben zum Beispiel auf dem Boden. Vielleicht hat Hamza wieder mal eine Flasche zerbrochen. Hamza, mein Sohn. Alhamdulillah. Möge Allah Hamza und sein Vater recht leiden. Da liegen Scherben. Da liegen Scherben. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Dass wir diese Scherben entfernen, aber es ist doch noch nichts passiert. Bevor was passiert. Könnte es sein, dass jemand hereintritt in diese Scherben? Natürlich. Könnte sein. Und dann muss Abu'l-Bara mit Hamza wieder 6 Stunden ins Krankenhaus. Und so beugen wir etwas vor, damit später kein Schaden passiert. Aber wenn der Schaden eingetreten ist, was machen wir dann? Dann versuchen wir ihn so gut wie möglich zu beheben. Na, was ist der Beweis für diese Fiqh-Regel? La darar wa la dirar. Das ist der Nass, der Hadith, der genau mit diesem Wortlaut ist. Und zwar hat ihn Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, überliefert. Diese Überlieferungskette ist problematisch bei den Gelehrten, aber alhamdulillahi rabbil alamin. Diese Überlieferung wurde von zahlreichen Hadith-Gelehrten als sahih klassifiziert. Warum? Weil viele Shawahid sind. Es gibt viele Überliefererketten und es gibt viele, die unterstützend zueinander sind. Deswegen haben wir diese Überlieferung als gesichert, liebe Geschwister. Der Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, la darar wa la dirar. Und hier sollten wir eine Sache verstehen. Ad-darar, das heißt, dass du dir einen Schaden zufügst, kann ohne Absicht sein. Das kann manchmal unabsichtlich sein. Aber Ad-dirar ist absichtlich. Dass du jemand anderen zufügst, Schaden zufügst, ist absichtlich. Was heißt das, dass du dir manchmal einen Schaden zufügen kannst, ohne das beabsichtigt zu haben? Kannst du dir einen Schaden zufügen? Biduni qasd, na. Zum Beispiel ein Diabetiker ist zu viel Süßes. Sehr gut. Einer ist Diabetiker und er darf nicht eine gewisse Menge an Halawiyat, an Süßem essen. Was macht er aber? Er tut das. Und hat nicht beabsichtigt, dass er sich einen Schaden zufügt, aber er hat sich letztendlich einen Schaden zugefügt. Und nicht jeder kennt die Menge, die er verträgt, so dass es für ihn ausreicht und er nicht darüber hinaus. Hier sagen wir zu dem Diabetiker, es ist haram für dich, dieses Süße zu essen. Subhanallah, wie haram. Normalerweise darf ich dir Baklava verbieten. Dir, Muhammad? Nein. Warum darf ich dir das nicht verbieten? Weil allgemein ist das halal. Für die Allgemeinheit ist das halal. Aber für wen ist das haram? Für den, der zuckerkrank ist. Hier sagen wir ihn, dem, der zuckerkrank ist, wa alaikum salam wa rahmatullah. Für dich ist es haram, dieses Süße zu essen, weil du dir damit selber einen Schaden zufügst. Einer verträgt vielleicht keinen Zucker. Würfelzucker, Puderzucker, sowieso alles Gift, um ehrlich zu sein. Das ist alles sehr ungesund, liebe Geschwister. Aber einer verträgt das nicht, dann sagen wir ihm, du darfst das nicht. Einer verträgt keine Milch, weil er eine Laktoseintoleranz hat. Dann sagen wir ihm, du darfst das nicht trinken. Warum? Weil du dir selber damit einen Schaden zufügst. Einer sagt, ich kann 2 Datteln essen, dann wird es problematisch bei mir. Dann sagen wir ihm, die 2 Datteln sind halal, aber die 3. ist verboten. Das ist unsere Religion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Das heißt, liebe Geschwister, dass wir darauf achten, dass wir uns selber keinen Schaden zufügen. Allah Azza wa Jalla hat uns verboten, uns selbst zu töten. Es gibt Leute, die wollen sich selbst einen Schaden zufügen, die versuchen, sich selbst zu töten. Und hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewarnt davor, eine kräftige Warnung, dass derjenige, der sich hier in dieser Dunya mit einem Stab, Eisenstab, in den Bauch rammt,
dass er sich damit verletzt, so wird er es weiter in Jahannam machen. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Und derjenige, der sich von einem Berg herunterstürzt, der sich von einem Berg herunterstürzen lässt, oder der von einem Berg herunterstürzt, so wird er in Jahannam weiter von einem Berg herunterstürzen. Subhanallah, sagt man, ja, warum diese Strafe für den? Wer hat ihn erlaubt, dass er sich selber einen Schaden zufügen darf? Antwort: niemand. Allah am wenigsten, subhanahu wa ta'ala, und tötet euch nicht selbst. Allah ist wahrlich barmherzig zu euch. Was bedeutet das? Du darfst dir keinen Schaden zufügen. Seht mal, unsere Religion ist klar. Normalerweise, damit unser Gebet gültig ist, brauchen wir ein Wudu, eine Gebetswaschung, die gültig ist. Und diese erfolgt mit Wasser. Aber jetzt lebt einer in der Wüste und das Wasser ist so kalt, dass er es nicht benutzen kann. Und wenn er es benutzt, dieses Wasser, dann fügt er sich einen Schaden zu. Ist das passiert in der Geschichte? Was sagen wir dann? Du brauchst kein Wasser zu benutzen, sondern du machst was? Tayammum mit der Erde. Und so kam einer zu den Sahaba radiallahu anhum, und die Überlieferung ist bei Abu Dawud, und er sagte zu ihnen: Gibt es eine Rukhsa für mich? Rukhsa heißt Erleichterung oder Erlaubnis. Denn er hatte eine Kopfverletzung gehabt und war im Junub-Zustand. Was heißt im Junub-Zustand, Hamza? Um dich bei Laune zu halten. Okay, also er weiß, was das ist, so wie es aussieht. Das heißt, man hat den Zustand nach dem Geschlechtsverkehr oder einem feuchten Traum. Dieser Mann, normalerweise müsste er was verrichten, Hamza, wenn er in so einem Zustand ist? Den Russen, richtig. Aber das Wasser, und ihr wisst, wie das in den Wüstengebieten ist, war so eiskalt, dass er den Sahaba radiallahu anhum, nachdem er sie gefragt hat, ob es eine Rukhsa für ihn gibt, und sie sagten nein, wie haben sie gehandelt? Nach dem Wissen, was sie hatten. So sagten sie nein, dann ging er und wusch sich mit dem kalten Wasser und verstarb. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Qataluh, sie haben ihn getötet, qatalahumullah, Allah soll sie töten. Aber passt auf, liebe Geschwister, es gibt, wal'iyadu billah, unwissende Leute. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet gegen die Sahaba damit gemacht und gesagt, Allah soll sie töten? A'udhu billah. Sondern vielmehr hat er ausgedrückt, und ihr wisst in der arabischen Sprache, was kennt ihr in der arabischen Sprache? Was man sagt, aber das ist nicht so gemeint. Ha? Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'adh ibn Jabal? Deine Mutter soll dich verlieren. Und das zu Mu'adh ibn Jabal, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geliebt hat. Das ist ein Ausdruck im Arabischen. Das heißt nicht, deine Mutter soll dich wirklich verlieren. Ha? Was noch? Was kennen wir noch? Was sagten die Sahaba oft zum Propheten sallallahu alaihi wasallam? Fida? Sie sagten, wie kann man das übersetzen, Fidaka? Mein Leben sei für dich geopfert, o Gesandter Allahs. Yani, subhanallah, wenn jemand ein Leben opfert, dann für wen? Ja, aber das ist eine Ausdrucksweise. Sogar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das einmal zu Sa'id ibn Abi Waqqas. Subhanallah. Das ist eine Ausdrucksweise im Arabischen, liebe Geschwister. Deswegen, er sagte, sie haben, was? Ihnen eine falsche Fatwa gegeben, hätten sie nicht nach Wissen oder nach wissenden Leuten nachgefragt, damit sie eine richtige Fatwa geben. Das meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jedenfalls, dieser Mann ist gestorben. Warum? Ihm hat ein Schaden befallen. Und dieser Schaden, der ihm befallen hat, hat dazu geführt, dass er gestorben ist. Und dann kannst du nicht so einer Person sagen, nö, du hast keine Entschuldigung, du machst schön mal den Russel, ja? Und je kälter, umso besser. Mehr Hasanat, Akhi, Takbir, Allahu Akbar. Es gibt solche Leute. Wallah al-Azim, es gibt solche Leute.
Es gibt Leute, und ich habe das angesprochen, der hat hier normales Wasser, das heißt lauwarm, und dann hat er eiskaltes Wasser. Er sagt dir was? Was sagt er dir? Nimm das. Eiskalte Wasser, mehr Lohn. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du nur dieses Wasser hast und kein anderes Wasser, dann benutzt du das Wasser, richtig. Aber wenn du dir das aussuchen kannst, ha? Rasul sallallahu alaihi wa sallam, idha khuyira baina amrein, ha? Makhtara, aisarahuma. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie Aisha radiallahu anha berichtete, wenn er zwischen zwei Angelegenheiten entscheiden konnte, hat er sich für was entschieden? Ma lam takun ithman. Solange das was nicht war, eine Sünde. Solange das keine Sünde war. Deswegen, man muss die Religion richtig verstehen. Und es ist nicht nur erlaubt, dir keinen Schaden zuzufügen. Du darfst auch anderen Leuten keinen Schaden zufügen. Es gibt Leute, der ist verheiratet mit einer Frau. Und sie bittet ihn darum, dass er sie scheidet. Er sagt ihr, ich scheide dich nicht, du bleibst meine Frau. Warum scheidet er sie nicht? Weil er sie liebt oder was will er? Man, Abdul Qadir kommt gleich mit der Knete. Was wollen viele Leute mit diesem bezwecken? Er will ihr einen Schaden zufügen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ. Fügt ihnen keinen Schaden zu, bedeutet den Frauen, damit ihr ihnen das Leben eng macht. Es gibt Leute, Männer, und die sollen Allah azza wa jalla fürchten. Er sagt, nein, ich scheide sie nicht. Auf keinen Fall. Nicht, weil er sie nicht liebt. Nicht, weil er sie liebt. Sondern vielmehr, er will ihr einen Schaden zufügen. Manche Leute, sie trennen sich und dann gibt es Kinder im Spiel. Die Frau nimmt die Kinder mit und irgendwann beschließt sie zu heiraten. Der Mann hat nie nach den Kindern gefragt. Den haben sie gar nicht interessiert. Die Frau will dann heiraten, hat ihre zwei, drei Kinder und normalerweise, wenn die Frau heiratet, an wen gehen die Kinder? An den Mann. Er sagt ihr, wenn du heiratest, dann werde ich die Kinder nehmen. Hat er Interesse an den Kindern? Er hat kein Interesse an den Kindern. Was will er aber verursachen? Er will ihr nur einen Schaden zufügen. Das ist haram, liebe Geschwister. Das ist nicht erlaubt in unserer Scharia. Das ist nicht erlaubt. Warum? Weil du hier damit anderen einen Schaden zufügst. Und wir haben gesagt, es ist nicht nur erlaubt, dir keinen Schaden zuzufügen, sondern auch anderen nicht. Manche fügen sich bei einer Tat einen Schaden zu und auch den anderen. Mit welcher Tat zum Beispiel? Das Rauchen, Zigaretten. Ich meine, kennt ihr jemanden, der sagt Bismillah, bevor er raucht? Kennt ihr jemanden? Habt ihr so jemanden gesehen? Kennst du jemanden, der Bismillah? Warum sagen sie nicht Bismillah? Okay, dann sagt er dir ja, auch Cola ist schädlich. Ja, aber sagst du Bismillah, bevor du Cola trinkst? Ja oder nein? Aha, also weiß man, es gibt einen Unterschied zwischen Cola und Zigaretten. Weil von dem einen ist das offensichtlich. Ist das offensichtlich, dieser Schaden, der da raus entsteht? Ey Wallah, einer hat sogar gesagt, am liebsten rauche ich auf Toilette, weil er weiß selber, dass das Schmutz ist. Er weiß selber, dass das Schmutz ist. Deswegen sucht er sich auch einen schmutzigen Ort, um diese Zigarette zu rauchen. Daher, wenn wir das verstehen, liebe Geschwister, dieses Rauchen, und das machen viele Muslime, leider auch praktizierende Muslime, das ist eine Sünde, liebe Geschwister. Und ihr müsst das unterlassen. Warum? Das hat so viele Nebenwirkungen, dieses Rauchen. Ihr seht selber, dass diejenigen, die die Zigaretten verkaufen, die Wahrheit auf den Packungen schreiben, Rauchen führt zum Tod, führt zur Lungenentzündung, führt zur Potenz, führt. Dann kommt er und sagt, das ist nicht schädlich. Subhanallah. Diejenigen, die das verkaufen, sagen, das ist schädlich. Er aber, der Miskin, der sich von Shaitan überrumpeln lässt, sagt dir, das ist nicht schädlich. Und hier sehen wir, dass dieses eine Sache ist, die wir dann nicht machen dürfen. Natürlich,
eine Zigarette führt nicht sofort zum Tod, aber das kann nach ein paar Jahren sein, das kann nach ein paar Jahrzehnten sein. Aber Fakt ist, es ist schädlich und deswegen musst du es unterlassen. Und dann gibt es dieses Scheinargument von vielen Rauchern, weil sie sich immer von Shaitan überrumpeln lassen. Er sagt dir, ja, auch zu viel Saft ist schädlich. Dann sagen wir ihm, Habibi, zu viel Saft. Ja, auch Wasser ist schädlich. Trink mal 5 Liter Wasser. Was ist, wenn du 5 Liter Wasser trinkst? Und ist Wasser halal oder nicht? Müssen wir darüber reden? Natürlich, wenn du von einer Sache zu viel nimmst, selbst wenn es halal ist, dann kann das lebensgefährlich werden. Deswegen, liebe Geschwister, das ist kein Argument, sondern es gibt Sachen, die haben einen offensichtlichen Schaden und dazu gehören auch die Zigaretten. Das heißt, wir wollen erfahren jetzt, wie wir mit so einem Schaden umgehen. Das ist sehr wichtig, dass man versteht, wie geht man mit so einem Schaden um. Und zwar, du musst einen Schaden von dir abwenden, so gut du kannst. Du hast auch nur beschränkte Mittel, eingeschränkte Mittel. Wenn ein Schaden dabei ist, dich zu befallen, du musst versuchen, ihn auf beste Art und Weise zu bekämpfen. Naam. Und wenn du das machst, walhamdulillahi rabbil alamin, dann hast du richtig gehandelt. Und du darfst nicht, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, du darfst nicht einen Schaden abwenden, der zu einem größeren Schaden führt. Du darfst nicht einen Schaden abwenden, der zu einem größeren Schaden führt. Es gibt Leute, der sagt dir, Al-Khuruj ala Al-Hakim la Buddha min. Man muss den Hakim stürzen. Man muss den Führer stürzen. Tayyib. Er hat recht, der Führer ist ein Zalim. Er hat recht, der Führer hat üble Eigenschaften, hat viel Blut vergossen, hat dieses und jenes gemacht, das stimmt alles. Aber was haben wir immer gesehen, wenn diese Khuruj war auf den Hakim, wenn diese Revolten vollzogen wurden auf den Führer, ist es besser oder schlimmer geworden? Eine Frage, Syrien, besser oder schlimmer? Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Wada al-an, aswa, au afda, mimma kan. Tunesien, besser oder schlechter? Schlechter. Libyen, besser oder schlechter? Schlechter. Misr, Mubarak, war noch eine Rahma gegenüber diesem Shaitan Sisi. Ey, Wallah. Da haben die Gelehrten noch Dawa machen können. Jetzt gibt es gar keine Dawa mehr. Das heißt, okay, der Führer ist ein Übler und keiner möchte ihn haben. Aber wenn du diesen Schaden von den Leuten nimmst, was passiert? Kommt ein größerer Schaden. Und vor allen Dingen, mit was kämpfen die Leute? Die haben 3 Siwak in der Tasche und wollen was bekämpfen? Eine ganze Armee. يقول له خذ يا ظالم ويرمي عليه السواك. وهذا عنده دبابات وعنده أسلحة. سبحان الله. والله ich verstehe das nicht, dass ein Mensch so wenig Akel haben kann. Ich meine, solange die Situation so ist, Sabrun Jamil, du hast keine andere Möglichkeit. Weil wenn du jetzt gegen ihn vorgehst, ist das passiert in Ägypten? Was ist passiert? Was haben sie mit den Muslimen gemacht? Sie haben sie rasiert, getötet. Sogar beim Tarawih-Gebet haben sie abgeknallt. Und dann ist jetzt die Situation für die Praktizierenden besser oder schlimmer? Das heißt, du fügst nicht nur dir Schaden zu, sondern auch die anderen Leute werden Probleme haben. Und wir brauchen nicht darüber zu reden, wie viele Leute festgenommen wurden und keiner weiß, wo sie jetzt eingesperrt sind. In Ägypten. Deswegen, liebe Geschwister, wenn du einen Munkar, einen Schaden aufheben möchtest, dann darf nicht daraus ein größerer Schaden passieren. Du gehst zu einer Janaza und die Leute machen Bid'ah.
Aber sie sind in der Überzahl, 80-90%. Dann sagst du, ja, ayyuhal mubtadi'in. Subhanallah. Was passiert? Eine zweite Janaza. Die töten ihn. Hier können wir niemals sagen, dass dieses mit Weisheit war, klug war, weil diese Leute in dem Moment mächtiger und stärker in der Anzahl waren. Und dann gibt es Leute, der sagt, ja, wa kam min fi'atin qalila, ghalabat fi'at. Wallahi, diese Leute haben überhaupt nicht die Religion verstanden. Aber er vergisst die Ayah, hä? Wa a'iddu lahum, ma? Ma istata'tum. Er kommt dir mit der Ayah, ja, und wie viele kleine Armeen haben schon große Armeen besiegt? Ja, bi'idhnillah, wallahu ma' as-sabirin. Mit der Erlaubnis Allahs. Und Allah ist mit den Geduldigen. Dann sagen wir ihnen, ja, Allah sagt auch, so bereitet gegen sie vor, was ihr könnt. Wo ist deine Vorbereitung? Er und zwei Leute, er sagt dir, wir machen das schon. Und das, liebe Geschwister, hat natürlich zu viel Übel geführt. Und es gibt fünf Dinge, die hat die Scharia geschützt, die Religion des Islam. Fünf Dinge. Die müsst ihr euch merken. In diesen Dingen ist es verboten, einen Schaden zu verursachen. Und zwar ist das Ad-Din in deiner Religion, in deiner Religion, in Al-Ird, in der Ehre, in Al-Haya, das Leben, und in Al-Aql, den Verstand, und in Al-Mal den Besitz. Diese fünf Dinge, so ist es verboten, einen Schaden sich zuzufügen. Auch diese fünf Dinge, sagen wir sie nochmal, Religion, Ehre, Leben, Verstand und diese Sachen sind immer eine notwendige Situation. Das heißt, wenn du in einer notwendigen Situation bist, in dieser Lage darfst du auch etwas machen, was haram ist, damit du das schützt. Damit du was? Damit du das schützt. Zum Beispiel, du bist kurz davor zu sterben, wenn du nichts isst. In dieser Situation darfst du etwas essen, was haram ist, damit du, was schützt dir in dem Fall? Dein Leben. Okay? Leute wollen dich töten und sagen dir, bist du ein Muslim? Du sagst ihnen, nein, ich bin ein Mensch. In dieser Situation ist es dir erlaubt zu sagen, nein, ich bin kein Muslim. Warum? Weil wenn du sagst, du bist ein Muslim, was wird passieren? Sie werden dich töten. Sie werden dich töten. Jemand kommt in dein Haus herein und möchte dein Vermögen klauen. Und du verteidigst dich, du musst dich verteidigen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man qutila duna malihi fahuwa shahid. Derjenige, der getötet wird, während er sein Vermögen verteidigt, ist was? Ein Shahid. Ist ein Märtyrer. Jemand kommt rein zu dir und möchte deinen Besitz nehmen. Oder er möchte deine Frau vergewaltigen oder sonstiges. Hier ist deine Aufgabe was? Den Schaden von dir abzuwenden. Mafhum? Und hier seht ihr diese Vollkommenheit der Scharia. Sie schützt dich und sie schützt vor allen Dingen diese fünf Dinge, die wir gerade genannt haben. Warum? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eine Person kommt und greift dich an. Darfst du dich verteidigen? Natürlich darfst du dich verteidigen. Und hier ist das in 100% gegeben, diese Erlaubnis, dass du dich verteidigst. Aber wenn du dich verteidigst, darfst du dem anderen so viel wie möglich an Schaden zufügen. Darfst du dem anderen so wenig, zum Beispiel, es hat gereicht mit einem Schlag, dann gehst du nicht noch, holst den Kran und schmeißt ihn auf seinen Kopf. Mafhum? Sondern, Alhamdulillah, damit hast du dich abgewehrt, damit hast du dich verteidigt. Wenn
wenn er jetzt zum Beispiel eine Waffe zieht und du kannst ihn überwältigen und die Waffe von ihm übernehmen, was machst du, wenn du ihn überwältigt hast? Nutzt du die Waffe gegen ihn? Nein. Warum? Weil du hast ihn schon überwältigt. Das heißt, du verteidigst dich mit so viel wie nötig. Und das ist das, was unsere Religion uns beigebracht hat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barak lau fikum wa jazakumullah khayran. Das nächste Mal, inshallah, werden wir die letzte Regel machen von den 5 großen Regeln des Fiqh. Wer Fragen hat, kann sie gerne jetzt stellen. Jazakumullah khayran. Tafadhal. Fika baklam. Wie ist das mit Plakaten, die hängen? Ist das erlaubt, sie runterzureißen? Schaut mal, liebe Geschwister. Es gibt Dinge, die sind nicht in unserem Einflussgebiet. Okay? Das muss man erst verstehen. Was heißt, die sind nicht in unserem Einflussgebiet? Zum Beispiel, wir gehen raus, sind die Frauen richtig angezogen oder falsch? Sollen wir jetzt zu jeder sagen, ittaqillah? Michaela, ittaqillah. Andrea, ittaqillah, ja Andrea. La haula. Voilà. Das ist nicht in unserem Einflussgebiet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, von Abu Huraira radiallahu an, man ra'a minkum munkara. Mada yaf'al? Fal yugayirhu bi yadi. Fa'in lam yastati' fa bilisani. Fa'in lam yastati' fa bi qalbi. Wa thalika adda'afu al-iman. Derjenige, der von euch ein Übel sieht, Munkar ist Übel, das heißt etwas, was nicht erlaubt ist, so soll er es mit seiner Hand, was? Ich wegmachen, ein schöneres Wort. Entfernen. Sehr gut. So soll er es, dieses Übel, mit der Hand entfernen. Dieses mit der Hand entfernen ist nicht für jeden, das ist für die Obrigkeit, für den Staat. Oder für den Mann in seinem eigenen Haus, in seinem eigenen Revier. Ansonsten ist das nicht, dass du draußen den Rambo spielst und sagst, jetzt werde ich gucken, ob alles eine Scharia-freie Zone ist. Das ist nicht für dich. Manche Leute leider verstehen das nicht. Tay, jetzt haben wir das erste verstanden. Das zweite, mit der Zunge etwas zu verändern, wenn du es kannst und die Situation es erlaubt. Bedeutet, wenn du, jetzt kommen wir zu unserer Regel, wenn du bei der Behebung des Schadens nicht was? Einen größeren Schaden verursachst. Und das Ijma der Gelehrten, ja, dass ich euch sage, es darf nicht ein Schaden behoben werden, wenn ein größerer Schaden entsteht. Das ist Ijma unter den Gelehrten. Bedeutet, du kannst nicht. Ich gebe das Beispiel mit der Janaza. Natürlich sollst du die Wahrheit sprechen und sollst den Munkar, das Übel, auch kritisieren. Aber hier in dem Falle, was würde passieren bei der Janaza? Was haben wir gesagt? Größerer Schaden und eine zweite Janaza. Das ist die Sache. Das heißt, manchmal bleibt dir nichts anderes übrig, als die Sache im Herzen zu hassen. Ich gebe euch ein sehr schönes Beispiel. Vielleicht habe ich euch dieses Beispiel einmal erzählt. Heute ist meine deutsche Sprache wieder. Am besten wir fragen immer Abdullah, der hat Zertifikat B1. MashaAllah, tabarakallah. Professor für arabische Sprache. Es gab einmal einen Sheikh, der war eingeladen zu einer Walima. So kam er mit ein paar Leuten. Und sie haben sich hingesetzt bei der Walima. Auf einmal haben die Gäste was gespielt? Musik. Da hat er gesagt, Barakallahu lakuma wa barakallahu fikuma und ist gegangen. Einer ist ihn hinterhergerannt. Er sagt ihm, ja Sheikh, warum gehst du? Sagt ihn, ich bleibe nicht dort sitzen, wo Haram ist. Ein paar Wochen später ist dieser Sheikh einmal nach
irgendwo hingeflogen, im Flugzeug. Dann kam dieser Mann, der ihm hinterhergelaufen ist und ihm gesagt hat, ja, Scheich, warum? Und der Scheich saß im Flugzeug. Und im Flugzeug haben sie Musik gespielt. Dann sagt ihm der andere, warum gehst du jetzt nicht raus? Ja, subhanallah. Was ist jetzt der Unterschied? Hä? Er ist gezwungen. Er kann nicht den Saal verlassen, weil wenn du eine Sache im Herzen hast, was sollte mindestens deine Aufgabe sein? Zum Beispiel, du sitzt unter Leuten, die sind ganz übel, aber wenn du auch was sagst, wird es noch übler werden, die Situation. Was ist der Beweis dafür, dass du eine Sache im Herzen hast? Dass du gehst. Der sagt denen im Flugzeug, warum gehst du jetzt nicht? Habt ihr verstanden, liebe Geschwister? Das im Herzen zu hassen, natürlich. Wir sagen, man geht dann. Das ist dein Beweis dafür, dass du diese Sache im Herzen hast. Aber mehr als das geht nicht. Du kannst nicht immer den Raum verlassen oder den Platz verlassen. Das geht nicht. Und daher sagen wir, wenn du draußen bist, überleg mal, du müsstest jedes Übel entfernen. Hättest du dann noch Zeit, deine Religion zu praktizieren? Natürlich nicht. Und das ist auch nicht deine Aufgabe, sondern du kommst an 1000 Frauen vorbei, die sind nicht bedeckt. Du kommst an 1000 Leuten vorbei, die haben eine Bierflasche in der Hand. Du kommst an 1000 Leuten vorbei, die. Sollst du dich mit jedem beschäftigen? Nein. Was ist deine Aufgabe? Du hast dieses im Herzen. Und das ist Iman. Das ist Iman. Warum? Weil dieses hat Tartib. Das heißt, die erste Möglichkeit, wenn sie nicht geht, was ist deine Aufgabe? Die zweite. Wenn auch die zweite nicht geht, was ist die Aufgabe? Die dritte. Und du wirst nicht zur Rechenschaft gezogen von Allah Azza wa Jalla. Mafhum? Aber das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, gehört zum Islam natürlich. Und man muss immer das entsprechend der Situation machen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tfadda. Fika baraka. Es wird gefragt, früher wurden Leute getötet, nur weil sie sagten, dass sie nur Allah ta'ala dienen. Sie haben das aber nicht verschwiegen, obwohl sie wussten, dass der Tod auf sie wartet. Aber blieben dennoch standhaft. Wie kann man das jetzt in Einklang bringen? Das ist eine sehr gute Frage. Es gab Leute damals, die haben den Tod in Kauf genommen, damit sie die Wahrheit nicht verschweigen. Das ist richtig. Und so haben wir viele Beispiele. Zum Beispiel Bilal al-Habashi radiallahu anhu. Sie haben doch diesen Felsbrocken auf seine Brust gelegt und sie haben ihm gesagt, er soll was machen? Schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Hat er es gemacht? Er sagte was? Ahadun ahad. Allah ist ein Einziger. طيب. Ammar ibn Yasir radiallahu an, als sie ihm gesagt haben, verspotte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, beschimpfe den Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat er es gemacht oder nicht? Er hat es gemacht. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn dafür kritisiert? Nein. Insofern, liebe Geschwister, der Iman ist nicht gleich. Der Iman der Leute ist nicht gleich. Wir sehen, Bilal al-Habashi, radiallahu an, hatte einen anderen Iman als Ammar ibn Yasir. Und beide sind im Paradies. Und daher müssen wir daraus eine Sache lernen. Es gibt Leute, die sagen dir in der heutigen Zeit, schau dir die Gelehrten an, die reden nicht. Die sagen nicht die Wahrheit. Erstmal sagen wir, woher weißt du, was sie gesagt haben oder nicht gesagt haben? Nummer eins. Komischerweise die Leute, die immer die Gelehrten in Saudi-Arabien kritisieren, als Sheikh Saleh, der letztens ins Gefängnis reinkam nach der Khutba, als er so klar in seiner Khutba die Munkarat angesprochen hat, die in Saudi-Arabien passieren, kamen auch dieselben Leute und haben gesagt, MashaAllah, schau mal diese Person. Nein, auch er ist schlecht. Alle sind bei ihm schlecht. Warum? Weil sie kommen aus Saudi-Arabien. Möge Allah Azza wa Jal diese kranken Herzen recht leiten. Deswegen, liebe Geschwister, die Gelehrten auch haben unterschiedliche Imanstufen. Nicht jeder Gelehrte ist in der Lage, dass er für die Wahrheit ins Gefängnis geht. Und auch im Gefängnis, nicht jeder Gelehrte, der im Gefängnis ist, ist bereit zu sterben für die Wahrheit.
Habt ihr das verstanden? Es gibt was? Unterschiedliche Imanstufen, wie auch bei den Sahaba radiallahu anhu. Bilal al-Habashi hatte einen anderen Sabr gehabt als Ammar ibn Yasir. Und daher, wenn jemand in Lebensgefahr ist und man sagt ihm, entweder leugnest du den Islam oder ich werde dich töten. Die Gelehrten sagen, du darfst das sagen, dass du ein Muslim bist, selbst wenn du getötet wirst, und du darfst das verschweigen. Beides ist möglich. Beides ist möglich. Welches ist besser? Natürlich ist es besser, dass man für seine Religion stirbt. Das ist das Beste. Aber du kannst das nicht von jedem erwarten. Ich meine heutzutage, ich will euch nur ein Beispiel nennen. Es war ein Gelehrter. Allahumma barik. Sag Alhamdulillah. Später. Guck mal, es gab damals einen Gelehrten, der war im Gefängnis. Deswegen ist es ein richtiger Gelehrter, weil er im Gefängnis war. Weil bei manchen Leuten, nur wenn sie im Gefängnis, dann sind es richtige Gelehrte. Möge Allah uns bewahren vor so einem Übel. Dieser hatte Angst gehabt, was die Leute im Gefängnis mit ihm machen werden. Und ihr wisst, diese Gefängnisaufseher, die bekommen Aufträge, sie sollen das und das mit ihm machen, ihn quälen. Er sagte, subhanallah, als ich in der Gefängniszelle saß und darüber nachgedacht habe, was werden sie mit mir machen, da habe ich so eine Angst verspürt, ich hätte mir gewünscht, einmal im Leben so eine Angst vor Allah gehabt zu haben. Ja, Ikhwa, die Sache ist nicht, dass jeder bereit ist, Schmerzen in Kauf zu nehmen, um für seine Religion einzustehen. Nicht jeder ist dazu in der Lage. Aber es gibt Leute, die das können. Und es gibt Leute, die das nicht können. Und die, die das nicht können, man darf sie nicht kritisieren. Warum? Sie würden es gerne, aber sie haben nicht das Herz dafür. Das Herz meint den Mut dafür. Und so hat Allah Azza wa Jalla die Leute unterschiedlich erschaffen. Es gibt ganz hohe Paradiesplätze. Dann gibt es etwas, die darunter sind, etwas, die darunter sind. Nicht jeder Paradiesplatz ist gleich. Und trotzdem sagen wir, walhamdulillahi rabbil alamin, wir lieben unsere Gelehrten. Und wenn sie auch manchmal schwache Herzen bei Prüfung haben, so entschuldigen wir sie, weil wir haben genau so eine schwachen Herzen wie sie. Sind wir ehrlich, ja oder nein? Wenn jetzt einer zu dir sagt, du wirst die nächsten 10 Jahre ins Gefängnis kommen oder sei still. Wird jeder sofort sagen, ist mir egal, ich gehe ins Gefängnis? Nein. Können das manche? Ja. Allah hat ihnen was ganz Besonderes gegeben. Aber kann das jeder antworten? Nein. Und daher darf man nicht die anderen kritisieren. Du darfst niemals einen Fehler machen. Niemals einen Fehler. Und merk dir das. Vergleiche nicht deinen Glauben mit dem Glauben der anderen. Das darfst du nicht machen. Es kann sein, dass du deine 5 Gebete machst. Und dass du in der Nacht betest und dass du spendest und dass dein Iman, mashallah, tabarak ar-Rahman, sehr gut ist. Aber du darfst nicht dein Iman auf einen normalen Muslim projizieren und sagen, warum macht er das nicht alles, was ich auch mache? Das darfst du nicht machen, weil er hat einen unterschiedlichen Iman zu dir. Du kannst ihn motivieren, du kannst ihn dazu bringen, aber du kannst nicht erwarten, dass jeder dein Iman hat. Das darfst du auch nicht machen. Okay? Und wenn du das erwartest, dann bist du nicht wirklich realitätsbezogen, weil niemals jeder Muslim deinen Iman hat. Oder den Iman von Abu Bakr oder von Umar oder von Uthman oder von Ali, radiallahu anhum ajma'in. Sondern jeder hat seinen Iman, der eine stärker, der andere schwächer. Und wenn du das verstehst, alhamdulillah, dann wirst du dich nicht mit den Leuten beschäftigen, sondern du wirst dich nur mit dir selber beschäftigen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafaddal. Ja. Es wird gefragt, ich wohne in einem Haushalt als einziger Muslim, da meine Mutter und Schwester nicht mit mir sind. Wir haben einen Hund als Therapie für die Depression meiner Schwester. Wie bitte? Ein Hund als Therapie für die Depression der Schwester? Ja. Ein Hund als Therapie? Ja. Kann ich trotzdem
Schaut mal, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, alaikum salam wa barakatuh. Er sagte, bitte passt auf diesen Hadith. Er sagte, Allah azza wa jal wird niemals im Haram was? Eine Heilung bringen. In einer Sache, die Haram ist, niemals Heilung bringen. Es gibt heutzutage Ärzte. Was gibt es heutzutage Ärzte? Er sagt dir, dieser Arzt, schau mal, wenn du jeden Tag ein Glas Alkohol trinkst, dann bist du wieder gesund. Dann bist du was? Wieder gesund. Was sagen wir ihnen? Das ist eine Lüge. Warum ist das eine Lüge? Weil er in dieser Sache, die Haram ist, uns vormachen will, dass darin Heilung steckt. Und Allah Azza wa Jalla hat uns und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass in einer Sache, die Haram in der Umma ist, niemals Heilung steckt. Du wirst niemals Heilung im Alkohol haben. Niemals. Oder in anderen Dingen, die verboten sind für uns. Du wirst niemals eine Schweinshaxe auf deinen Kopf legen und dann gehen deine Kopfschmerzen weg. Da kannst du uns erzählen, was du willst. Deswegen, das ist ein Grundsatz in unserer Religion. Es ist nicht erlaubt, einen Hund zu Hause zu halten. Es ist nicht erlaubt, einen Hund zu Hause zu halten. Dazu. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber... Als einzigster Muslim mit seiner Familie zusammen, die anderen sind keine Muslime, also die Schwester und die Mutter sind keine Muslime. Na, das habe ich verstanden. Jetzt aber die Frage, es geht mir generell darum, dass der Hund eine Therapiemöglichkeit sein soll. Okay? Jetzt haben wir einen Grundsatz geklärt. Was soll er machen, wenn er sich nicht, oder wenn er die Familie nicht überzeugen kann, dass sie den Hund weggeben oder sonstiges, dann soll er sein Zimmer immer zuhalten, damit der Hund nicht hereingeht. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, der Speichel vom Hund ist was? Najis. Und wenn ein Hund läuft, was macht er die ganze Zeit? Er spuckt, beziehungsweise sabbert. Und dabei kommt dieses Najis und fällt auf jeden Gegenstand. Und dann hat er nicht die besten Möglichkeiten für das Gebet. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, Vater. Es wird gefragt, ob Nifaq Pflicht ist und ob man, wenn der Ehemann dagegen ist, dass man Nifaq trägt, ob man dann darauf verzichtet oder es trotzdem trägt. Ist der Nifaq Pflicht? Diese Frage war damals schon ein Streitpunkt unter den Salaf bis heute. Und wir können dieses Problem nicht in einer Minute lösen. Aber was wir sagen können mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, der Nifaq ist in jedem Fall besser. Darüber brauchen wir nicht zu streiten. Der Niqab ist in jedem Fall besser. Somit schützt die Frau sich und die anderen Männer. Aber jetzt, wie ist die Sache, wenn der Mann sagt, ich will nicht, dass du den Niqab trägst. Wenn die Frau das als Pflicht sieht, darf er ihr nicht sagen, ich möchte nicht, dass du den Niqab trägst. Das ist verboten für ihn. Oder umgekehrt. Er sieht ihn als Pflicht, sie nicht, dass er ihr sagt, du musst den Niqab tragen. Nein, das ist ihre Ansicht, die sie vertritt in der Religion. Damit dient sie und betet sie Allah Azza wa Jal an. Und dann kann der Mann nicht kommen und sagen, nein, ich möchte. Er kann ihr eine Nasiha geben, aber in umgekehrter Richtung. Ja? Nicht, dass sie vom Niqab runtergeht, sondern wenn dann hoch zum Niqab. Dafür kann er ihr einen guten Ratschlag geben, Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aber man kann ja auch nie die Umstände wissen. Es kann sein, dass die Frau vielleicht oder die Leute in einer Gegend wohnen, wo er Angst um sie hat. Und ihr wisst, es gibt einige Verrückte, wal'iyadu billah, die, wenn sie draußen sind und eine Frau sehen mit Niqab, ist ja nicht wenig passiert. Alhamdulillah, Nationalsozialismus lässt grüßen. Wir sind wieder sehr nah an der Hitlerzeit. Das heißt, was passiert dann? Dann könnte der Frau was passieren und er hat Angst um sie und deswegen will er es nicht. Wir denken gut von ihm, aber trotzdem, er darf hier nicht ihr seine Ansicht aufdringen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wenn sie es als Pflicht sieht, darf er nicht ihr diese Ansicht aufdringen, dass sie das abmachen soll. Na, tafadda. Kommt einer mit einem schwachen Imam? Imam ist... Imam. Ja. Einen mit einem ganz starken Imam...
in gleiche Paradiesstufe kommt, indem er eine Handlung im Leben macht, die so schwer wiegt, dass er in der gleichen Stufe kommt. Wie der, wie derjenige, der einen ganz starken Iman hat, und halt der durch diese eine Handlung Allah ihn auf die gleiche Stufe stellt. Der Bruder fragt, wenn eine Person nicht so einen starken Iman hat, aber er macht eine Tat von den Taten, kann er dann vielleicht in eine Stufe gelangen, wo einer, der einen viel stärkeren Iman hinkommen wird im Paradies? Möge Allah Azzawajal uns erstmal alle zu den Paradiesbewohnern machen. Anas ibn Malik berichtet, und die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, er sagte, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ مَتَى السَّاعَةَ. Es kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, wann ist die Stunde? Wann ist die Stunde? فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا. Und was hast du für sie vorbereitet? Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn von einer wichtigen Frage zu einer noch wichtigeren Frage geleitet. In einer Überlieferung sagte der Mann, La illa inni uhibbu Allah wa Rasulah. Nichts Besonderes an Taten, außer dass ich Allah und seinen Gesandten liebe. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innaka ma'a man ahbabt. Du bist mit denen, den du liebst. Du bist mit denen, den du liebst. Was war die Position von diesem Mann? Hat er viel gemacht? Hä? Er hat gesagt, aber ich liebe Allah und seinen Gesandten. Ich mache nicht viel Ibadah, ich spende nicht viel, vielleicht bin ich geizig. Ich mache nicht viel, aber ich liebe Allah und seinen Gesandten. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, du bist mit dem, den du liebst. Dann sagte Anas ibn Malik radiallahu anhu am Ende des Hadith, er sagte, wir haben uns über nichts mehr gefreut als über diese Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, und ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich liebe Abu Bakr. Und ich liebe Umar. Und auch wenn ich nicht ihre Taten habe, so wünsche ich mir, durch diese Liebe mit ihnen zusammen zu sein. Das heißt, was ist deine Aufgabe? Dass du sie liebst. Und die Liebe ist nicht irgendeine Liebe, sondern eine Liebe des Beweises. Liebe des Beweises bedeutet was? Dass du auch der Religion auf beste Art und Weise folgst. Mafum? Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadda. Es wird gefragt, man soll ja einen Bettler nicht abweisen. Aleykum salam. Aber was ist, wenn man 10 Bettler auf einer Straße begeht? Man soll einen Bettler nicht abweisen, aber was ist, wenn man 10 Bettler in einer Straße oder auf einer Straße begegnet? Schaut mal, liebe Geschwister, jeder tut nur das, wozu er in der Lage ist. Allah Azza wa Jalla sagt, وَأَمَّا السَّائِلْ فَلَا تَنْهَرْ. Was den Bettler anbelangt, so weise ihn nicht ab. Und manche haben eine andere Erklärung, was den Schüler des Wissens anbelangt, so lasse ihn nicht einfach so oder weise ihn nicht einfach so ab. Der Bettler, wir unterscheiden, es gibt Bettler und Bettler. Es gibt Bettler, was, der will sich nur was kaufen. Alkohol und Drogen, den gibst du gar nichts. Den gibst du gar nichts. Dann gibt es aber Leute, die wirklich bedürftig sind. Wenn du was hast, dann gib ihnen was. Wenn du aber nichts hast, so mach Bittgebete für sie. Und das ist ausreichend. Wallahu ta'ala ala wa alam. Denn von keinem wird gefordert, dass er jeden 100 Euro gibt. Das wird von dir nicht gefordert. Sondern, wenn du kannst, dann gib ihnen etwas. Aber natürlich, wenn du jemandem was gegeben hast, dann werden 10 Leute kommen und die werden dir sagen, ich möchte auch was. Hier kannst du Bittgebete für sie machen. Möge Allah Azzawajal zum Beispiel ihre Situation erleichtern, ihnen Rizq geben und so weiter und so fort. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadda. Wenn jetzt in einer Moschee, zum Beispiel in der türkischen Moschee, wenn ich dort bin, beten die Sunna-Gebet, aber wenn ich da als Einziger nicht dort bete, sollte ich mich denen dann anschließen? Welche Sunna? Nee. Ja, gemeinsam? Ja, ja.
Du meinst, jeder steht auf und betet für sich? Genau. Nicht gemeinsam, gemeinsam, oder? Nicht gemeinsam. Die Frage jetzt, wenn ich in einer Moschee bin, wo alle Leute aufstehen, und sie beten ein Gebet. Und ich als Einziger bleib sitzen. Schau mal, Achir Karim. Wir haben Gebete mit verschiedener Absicht. Jetzt beten sie vielleicht die Rakat vor Jumma. Vor Jumma gibt es keine reguläre Sunna. Das bedeutet von den 12 Sunnan oder 14 Sunnan, die wir am Tag kennen. Da gibt es nichts vor Jumma. Nach Jumma gibt es 2 oder 4 Rakat. Aber vor Jumma gibt es nichts. Aber was kann man machen, wenn man reinkommt in die Moschee? Jumma? Tahiyat al-Masjid, oder? Man kann 2 Rakat oder 4 Rakat oder 8 Rakat, so viel wie du willst, für Allah beten. Das sind nicht die 12 oder 14 Rakat. Passt auf. Das ist, wenn man am Jumu'ah in die Moschee hereinkommt, dann kannst du beten, so viel du willst. Bete, so viel du willst. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Du hast die Absicht für etwas, was erlaubt ist. Na. Ich habe mich schon wegen der Katzen gefragt. Das ist nicht haram. Das ist doch richtig, ne? Welche Katzen? Zu Hause. Es ist haram, Katzen zu Hause zu haben? Nein, nein, Katzen natürlich sind erlaubt. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Mein Bruder war letztens bei mir, hat mich kritisiert. Ich habe ihn schon gefragt. Das ist nicht haram. Er meinte, hast du auch spezifisch gefragt, dass dein Katzen du und wenn sie reingehen und wieder rausgehen? Das ist wirklich keine, das hat sich wirklich, wir haben lange diskutiert und er kritisiert mich immer noch. Ein Bruder sagt, dass es nicht erlaubt, auf diese Art und Weise sich Katzen zu halten. Schaut mal, liebe Geschwister. Die Katzen in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam waren in der Masjid und sind in der Masjid umhergelaufen. Sie waren die ganze Zeit zwischen Menschen. Zwischen Menschen waren sie die gesamte Zeit gewesen. Abu Qatada radiallahu anhu arda, einmal wollte er aus einer Schüssel Wudu machen, dann hat er eine Katze gesehen, die kam, dann hat er die Schüssel, wo Wasser drin war, schräg gemacht, damit die Katze daraus trinken darf. Und er hat daraus Wudu gemacht. Das heißt, was sagt uns das? Die Katze ist rein. Aisha radiallahu anha hat von etwas gegessen, wovon eine Katze zuvor gegessen hat. Hier sehen wir, diese Sache ist eine reine Sache. Die Katzen zu halten ist erlaubt. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sie sind sauber, das heißt nicht unrein. Und insofern gibt es überhaupt keine Einwände dagegen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafaddal. Während oder nach dem Sprechen merkt, dass man zum Beispiel etwas Unkorrektes über eine Person gesagt hat. Also was ist Al-Lahu, fragt eine Person, das unbedachte Reden. Erstmal, das ist eine Sache, die nicht schön ist. Allah Azza wa Jal sagt über die Paradiesbewohner, لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. In ihm, im Paradies, werden sie weder was hören, unbedachte Rede noch Lüge. Das heißt, Raha, die Gläubigen werden darin an einem schönen Ort sein, wo nicht diese übles Sprechenden sein werden. Al-Lahu, der Muslim darf reden und der Muslim soll das sagen, was ihn einen Vorteil bringt. Aber dass er die ganze Zeit über etwas Unnützes redet, Unbedachtes redet, das ist nicht der Achlag von einem Muslim. Das ist nicht der Achlag von einem Muslim. Deswegen, wenn man darauf achtet, was man sagt, das ist das Bessere. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim sagte, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er Gutes sprechen oder schweigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer schweigt, ist erfolgreich. Wer schweigt, ist erfolgreich, weil du dann weniger Sünden machen kannst oder weniger Fehler, besser gesagt, machen kannst. Daher, man soll nicht viel Unbedachtes reden. Ein Muslim nutzt die Zunge, die er hat, viel für Dhikr und viel, um das Gute zu sprechen, Koran zu lesen und so weiter und so fort. Wenn man auch manchmal etwas redet oder plaudert oder scherzt, kein Problem, aber nicht übertreiben. Und so ist unsere Religion, walhamdulillah, dass wir nicht in die eine Sache übertreiben und nicht in die andere Sache
untertreiben. Tafadda. Ja. Es wird gefragt, ist die Handoberfläche und das Kinn der Frau Aura, sodass diese Bereiche bedeckt werden? Ist die Handoberfläche, habe ich das richtig verstanden? Ja. Und die, der Kinn der Frau, wie ist das? Schaut mal, liebe Geschwister. Die Gelehrten haben zwei Ansichten. Eine Gruppe der Gelehrten sagt, es ist verpflichtend für die Frau, sich komplett zu bedecken, weil die gesamte Frau Aura ist. Das bedeutet, von oben bis unten, einschließlich Gesicht und Hände. Einschließlich Gesicht und Hände. Und die andere Gruppe der Gelehrten, und natürlich die, die sagen, voll verschleiert, auch drinne, da gibt es nochmal Unterschiede. Manche sagen, zwei Augen können dann offen sein, manche sagen ein Auge. Und ich will jetzt nicht in die Details rein. Und die anderen sagen, Gesicht und Hände gehören nicht dazu. Das sind die zwei hervortretenden Ansichten der Gelehrten. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Na, tfadal. Es wird gefragt, wie geht man am besten vor bei Erlernung der arabischen Sprache? Wie geht man am besten vor, wenn man die arabische Sprache erlernen möchte? Ich rate niemanden, das auf eigene Faust zu machen, dass er selber die arabische Sprache lernt. Das wird er nicht hinbekommen. Er wird vielleicht ein paar Sachen lernen, ohne Zweifel, aber man wird nie richtig die arabische Sprache lernen. Die arabische Sprache lernt man von einem guten Lehrer. Von einem guten Lehrer. Und dann muss man sich auch hinterher knien. Und leider, das sehen wir, seit 7 Jahren unterrichten wir hier die arabische Sprache. Und subhanallah, in keinem Kurs habe ich so viele Leute, die verschwinden nach kürzester Zeit wie die arabische Sprache. Selbst beim Koran, wo auch sehr viele Leute sehr schnell verschwinden, arabische Sprache ist noch mehr. Warum? Weil die Leute haben keine Geduld. Aber die wollen den Koran erklären, die wollen die Sunna erklären und die wissen auf alles eine Antwort. Die wissen auch, was die Gelehrten sagen und das ohne die arabische Sprache. Deswegen sage ich, man soll sich schämen. Wenn man die arabische Sprache nicht kann, dann soll man nicht so tun, als ob man Fatawa geben kann. Okay? Dann soll man nicht so tun, als ob man Fatawa geben kann. Und wenn jemand sagt, nee, ich kann sie nicht, ich gebe auch keine Fatawa, lieber diesen als den Ersten. Lieber diesen als den Ersten. Wie kann man die arabische Sprache lernen? Wallahi, das ist sehr leicht. Ich sage euch nur ein Beispiel. Wenn eine Silke nach Ägypten geht, um Sinna zu machen, dann lernt sie Ägyptisch, damit sie dort Sinna macht. Wenn sie für diese Absicht die arabische Sprache lernt, dann wir nicht für Koran und Sunna. Und das hat nur mit Ikhlas zu tun. Wenn man Ikhlas hat, kann man sie lernen. Walhamdulillah, wie viele Gelehrte gibt es, sie waren nicht Araber? War Sheikhul Islam Araber? Ha? War er Araber gewesen? Er war kein Araber. Es gab viele Gelehrte, die waren keine Araber. Ursprünglich waren sie keine Araber. Aber schaut mal, subhanallah, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahimullah ta'ala, als er einmal in Ägypten war, gab es da einen großen Sprachwissenschaftler, einen Gelehrten in der Sprache. Und dieser Mann war sozusagen das Nonplusultra. Es gab nichts Besseres. Sheikhul Islam hatte eine Abhandlung von ihm gelesen und hat 80 Fehler markiert, die er hatte. Daraufhin wurde er ins Gefängnis geworfen. Rahmatullah alayhi. Ich meine, subhanallah, man kann das schaffen. Wallahi al-Azim, man kann das schaffen. Selbst wenn man sich Kinderfilme anguckt. Ich habe subhanallah einmal mit einem Bruder gesprochen. Ich habe ihm gesagt, woher kannst du eigentlich die deutsche Sprache? Du hast doch nie in Deutschland gelebt. Er sagte, als ich klein war, hat man uns immer deutsche Trickfilme gezeigt. Und so habe ich die deutsche Sprache. Bis heute kann er die. Und er ist Ende 20. Anfang 30 sogar. Das heißt, er hat diese Sprache nie gesprochen, aber subhanallah, weil er das im Kindheitsalter gelernt hat, hat er sie immer noch intus, diese Sprache. Alhamdulillah, dann soll man sich bemühen, bi'idhnillah ta'ala. Man nimmt sich einen Lehrer und dann versucht man, bi'idhnillah ta'ala, langsam, step by step, die arabische Sprache zu lernen. Bei mir, die Leute, die noch geblieben sind, alhamdulillah, nach einem Jahr, die reden vollständig. Nach einem Jahr. Und wir machen nur einmal die Woche Unterricht. Aber dann richtig. Walhamdulillah Rabbil Alamin, das heißt, es ist möglich. Aber man braucht System
und man braucht Ehrgeiz und man muss viel nacharbeiten zu Hause. Aber wenn man das macht, Alhamdulillah, dann redet man Fusha, nicht dieses Straßenarabisch, ja? Schlonak inti ya Habibi. Ja? Nicht dieses, sondern wir reden über Fusha, über die richtige arabische Sprache. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ich habe gefragt, ob man Anrufe ablehnen darf, wenn man einen islamischen Vortrag guckt. Darf man dann einfach wegdrücken oder... Wenn man einen islamischen Vortrag hört oder sieht, alaikum salam, darf man dann, natürlich, du bist nicht verpflichtet, ans Telefon zu gehen. Es ist keine Verpflichtung, dass man ans Telefon rangehen muss. Na? Wenn es die Eltern sind zum Beispiel? Sollte man rangehen, wenn man kann, inshallah ta'ala, sollte man rangehen. Die Überlieferung, dass derjenige, der nach dem Fajr-Gebet, die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi, rahimullah ta'ala, Sheikh al-Albani, rahimullah, sagt, sie ist Hassan. Wallahu ta'ala, ala wa alam, die Überlieferung ist sehr, 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 sehr wackelig. Sehr, sehr vage. Naam. Und viele Hadith-Gelehrte haben sie als schwach klassifiziert. Auf jeden Fall, wenn man danach handelt, die Sache ist, dass man zum Gebet in die Moschee geht, zum Fajr-Gebet, und nach dem Fajr-Gebet bleibt man an seinem Platz so lange sitzen, bis die Sonne hochgeht, das heißt Schuruq. Dann legt man noch, wie viele Minuten drauf? 15 Minuten drauf und dann betet man das 2-Raka-Gebet, Schuruq. Manche nennen das auch Duha. Sie sagen, Schuruq und Duha sind hier gleich. Aber das ist Schuruq. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dann betet man diese 2 Raka. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer in der Moschee das Gebet verrichtet und dann sitzen bleibt und Allah so lange gedenkt, bis die Sonne hochgeht so, und dann 2 Raka betet, so wird er den Lohn bekommen von einer Hajj-Umrah. Tamma, tamma, tamma. Vollständig, vollständig, vollständig. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadl. Wenn ein Sheikh zum Beispiel den Salam äußert in der Moschee, soll man dann als Frau auch den Salam erwidern, obwohl man im Frauenbereich ist und er einen nicht spüren könnte? Wie ist das, wenn ein Sheikh kommt und er erwidert den Salam? Wie ist das? Sollen die anderen dann antworten? Also, wenn jetzt draußen das Beispiel wäre, ein Sheikh kommt an der Frau vorbei und sagt ihr Assalamu alaikum, er sollte das nicht tun. Er sollte das nicht tun, wegen der Fitna. Naam. Wenn die Räume aber getrennt sind und sie sagt für sich leise, wa alaikum salam wa barakatuh, inshallah ta'ala ist darin kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tfadal. Wie ist das, wenn man auf Reise ist, und das auch auf Reise, selbst wenn man bei der Umrah oder bei der Hajj ist, wie ist das mit den Sunan-Gebeten? Sollte man sie dort beten? Man meint mit den Sunan-Gebeten die 12 oder die 14 am Tag, oder auch 10, wie man will, dann gibt es eine Regel. Die Sunna ist es, auf Reise nicht die Sunna zu beten. Die Sunna ist es, auf Reise nicht die Sunna zu beten. Das heißt, diese 12 Raka betet man nicht, außer welche? Die 2 vor Fajr. Die hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch uns angeordnet, auf Reise zu beten. Alles andere betet man nicht, wenn man auf Reise ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. Die letzten beiden Fragen. Es wird gefragt, ob eine Frau alle Gebete immer leise betet oder rezitiert sie auch die lauten Gebete laut wie die Männer? Wie ist das bei einer Frau? Soll sie auch laut rezitieren? Ja, wenn sie alleine ist, rezitiert sie laut. Wenn sie alleine ist, rezitiert sie laut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging einmal in einem Haus vorbei und dann war eine Frau darin, die gebetet hat und sie las Surat al-Ghashiyah. Hal ataka hadithu al-Ghashiyah. Und er hat draußen gestanden und gehört, wie die Rezitation der Frau war. Und er sagte, ja, diese Kunde ist zu mir gekommen. Das heißt, was sie gelesen hat, ist zu dir. Die Geschichte von Rashiya gekommen.
Er sagte ja, während er draußen war, sie ist zu mir gekommen. Und hier könnte er nicht antworten, wenn er sie nicht gehört hat. Insofern, die Frau kann auch ihre Stimme erheben, wenn wer nicht in ihrer Gegenwart ist? Fremde Männer. Weil die Stimme der Frau ist was? Eine Fitna. Wallahu ta'ala ala wa alam. Letzte Frage. Darf ich eine Frau heiraten, die keine Jungfrau ist? Na, aber besser, wenn du selber Jungfrau bist, dann heiratest du auch eine Jungfrau. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu arda. Er kam eines Tages an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, dass er geheiratet hat, aber eine ältere Frau. Eine ältere Frau. Und Jabir war sehr jung, radiyallahu anhu arda. Und das hat eine Geschichte, warum er eine ältere Frau geheiratet hat, weil sein Vater hat ihm eine Wasiyah gegeben, sein Vater, bevor er gestorben ist, Abdullah ibn al-Haram, er sagte zu seinem Sohn Jabir, wenn ich sterbe, dann kümmerst du dich darum, dass meine Schulden bezahlt werden und dass du auf deine Schwestern aufpasst. Da hat er gesagt, eine junge Frau wird nicht auf meine Schwestern aufpassen können, also heirate ich eine ältere Frau wegen seinem Vater. Subhanallah, schaut mal die Ta'a, wegen seinem Vater. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, hättest du doch eine Jungfrau geheiratet, so hättest du mit ihr gespielt und sie mit dir gespielt. Du hättest mit ihr gelacht und sie hätte mit dir gelacht. Worauf hat er ihn hingewiesen? Dass er hätte was heiraten sollen? Eine Jungfrau. Aber es ist kein Problem, wenn man keine Jungfrau heiraten kann. Es ist besser, beliebter. Aber wenn man keine heiraten kann, dann Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Es gibt auch Frauen, die sind zwar keine Jungfrauen mehr, aber rechtschaffene Frauen, dann kann man diese ebenfalls heiraten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barak lau fikum wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.